Hallo und herzlich willkommen zu Mittelerde Schatten des Krieges. Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln. Letzte Folge bin ich ja ein wenig sauer geworden. Ich finde mit Recht, weil so schlecht habe ich nicht gespielt. Und bin zweimal hier einmal von Skak den Glückspilzen und einmal von einem seiner dämlichen Wachen getötet worden. Gut, da habe ich mich dann tatsächlich nicht so allzu klug angestellt. Aber egal, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, wir versuchen es noch ein letztes Mal, Skak zu besiegen. Ich fürchte, dass der einfach noch eine Nummer zu groß ist. Der ist halt jetzt Level 10, der uns gekillt hat, jetzt auch Level, der ist Level 12 und der uns gekillt hat, Level 10. Und wir sind ja selber Level 6. Und also wir müssen halt gucken, wie wir da jetzt mit klarkommen. So, warte mal. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir machen mal hier einfach weiter. So, und den noch, und den noch, und den noch. So, na? So. Ich glaube, das waren sie alle, ne? Und dann gucken wir mal, dann werde ich mich zukünftig doch eher, ich sag mal, so an die Stärken halten, die auch an Orks halten, die so ungefähr meine Stärke haben. Und warte mal, wir machen jetzt mal so. Komm mal her. Welchen Sinn hat eine leuchtende Klinge? Sie verrät die Position. Bleich heute sind Trottel. Ja, sind wir. Na, und wenn wir also das schaffen sollten. Und wen haben wir denn da? Wenn wir noch mehr Männer verlieren, kann bald niemand mehr die Armee anführen. Guck mal. Hallo, hallo, du. Hallo, du. Hallo. Egal, ja. Also, wie gesagt, danach werde ich dann. Und den. Ich muss mal ein bisschen reinkommen und werde deswegen mal so ein bisschen mit denen kloppen. Weil letztes Mal habe ich ja verloren, eigentlich deswegen, weil ich vergessen habe zu blocken. Dann hätte ich geblockt, weil das waren ja ganz normale Orks, dann wäre eigentlich auch gar nichts passiert. Hey, du bist tot, dachte ich. Okay. Schauen wir uns mal den noch eben an. Ach ja, also da wissen wir schon alles. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, wer war denn der Depp, der uns gekillt hat? Das ist jetzt hier irgendwie so ein Level 10. War das Mock? Oder war das der? Also eben so eine Fritzpiepe. Nichts Besonderes hat uns auf jeden Fall Platz gemacht. Warte mal. Was ist denn mit dem? Der hat mit dem Stress. Okay. Also Uk-Buk hat. Uk-Buk, auch geiler Name, ne? Aber den haben wir ja schon. Hat Stress mit ihm. Dann werden wir da mal eben die Information aufdecken. Gruck, der Schädelknacker. Auch nett. Anfällig gegen Schleichtodesstöße. Ein Weichschädel. Und er erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Außerdem habe ich mir überlegt, könnten wir
Ja. Könnten wir mal versuchen, wäre ja auch mal eine Idee, den... den Glücksritter mal dahingehend anzugreifen, dass wir mal die Stärken nutzen, also unsere eigenen Stärken mal nutzen, beziehungsweise seine Schwächen ausnutzen. Ja, wäre doch mal eine Möglichkeit. Lass mal gucken, wie kam ich hier nochmal runter? War das mit Steuerung, ne? Genau. So, und hier haben wir was? Was haben wir denn hier? Außenposten Gazam Godum. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mein Ziel ist es ja eigentlich jetzt nur den Glücksritter da. Okay. Bleib doch mal hier. Und zwar hier nichts, ne? Also hin und wieder muss man einfach mal dann doch darauf verzichten, jemanden Platz zu machen bzw. auszusaugen, um ihn doch dann lieber erstmal zu zerstören, also beziehungsweise den Angriff abzublocken. So, und nun versuchen wir nochmal Skat den Glückspilz. An ihren Käfigen rütteln. Skat den Glückspilz zu killen. Allerdings ein bisschen taktischer müssen wir da vorgehen. Ich meine, der ist da hinten, ne? Okay, pass auf. Der ist zum Beispiel anfällig gegen Fernkampfangriffe. Also sollte ich das auch nutzen. Er hat Angst. Hat er nicht sogar auch Angst? Angst vor Bestien? So, hier sind wir schon mal ganz gut angekommen. Muss ich mal schauen, wo treibt er sich denn rum? Warte mal. Da ist er. Den. Markiert haben wir ihn ja schon. Ich rieche Kösten. Ach, da ist er schon. Das ist er doch. Das ist er. Nee, nicht. Warum gehe ich immer auf Inventar, Mensch? So, lass mich den mal eben anschauen, den Skak. So, ja, das wollte ich. Der Skak kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden. Aha. Ist anfällig gegen Hinrichtungen und gerne ein Bestienfutter. Okay. Ja, und... Skak. Willst du mich verarschen? Oh ja. Ja, er ist erzürnt. Können wir den schon? Bei allen Insekten, die ich heute erwartet habe, warst du nicht dabei. Aber ich bin erfreut, dass du jetzt hier bist. Ja. Ich fasse es nicht. Ich laufe ans Ende von Mordor, bevor du mich fassen kannst. Ja.
entschuldigt, aber das musste sein. Das musste einfach sein. Menschen abschauen überhaupt nicht. Menschen abschauen ist stinkig. Menschen abschauen macht jetzt platt. Menschen abschauen wird jetzt hier ein wenig aufräumen. Was willst du denn, Kollege? So. Dann holen wir uns mal unsere Belohnung. Ich finde, die haben wir uns jetzt auch, die haben wir uns jetzt aber auch verdient. So, haben wir denn hier? Gondorgodolch. 231 Schaden bei Schleichangriff. Schön. Von Skat dem Glückspilzen. Ja, ganz so glücklich ist er jetzt nicht mehr. Führe eine Schleichtötung vom Rücken eines Karagors aus. Haben wir einmal gemacht, wir hätten es dreimal machen müssen. Bonusaufgabe und Effekt. Okay, und hier haben wir jetzt, triff einen Fliegen mit einem schnellen Wurf. Und schnelles Werfen verflucht das Ziel alle 42 Sekunden. Wir nehmen den jetzt. Ja, wir werden den jetzt ausrüsten und werden dafür den jetzt hier, ja, den werden wir jetzt einfach verkaufen. Der bringt uns Kohle, können wir gebrauchen. So, hatten wir hier noch was? Da war nichts. Hier wollte ich mal was schauen. Und zwar, den können wir ja nicht verkaufen, ne? Nein. Und der hat 5 und der hat der grundsätzlich nur 5? Oder kann ich den jetzt irgendwie auch nochmal ein bisschen pimpen? Was haben wir denn hier? Ich schmiede mal ein Juwel. Nein, hallo. So, was muss ich halten? Nee. Geschliffenes Juwel des Wohlstands. Wow, poliertes Juwel des Wohlstands. Waffe um 10% erhöhte Chance. Erhöhte Chance von mit dieser Waffe. Ja, da kriege ich aber eine Kohle. Kohle will ich aber gar nicht. Was haben wir hier? 4% erhöhter Gesundheitsraub. Das sieht schon besser aus. Und hier 6% erhöhter Gesundheitsraub. Ja, das machen wir, oder? Ich würde sagen, den platzieren wir dann mal hier hin. Und können wir den freischalten? Ja. Dann werden wir den auch freischalten. Und werden dann hier etwas schmieden. Und haben dann hier 15% erhöhter Schaden mit dieser Waffe. Sehr, sehr schön. So. Haben wir hier noch irgendwas, was wir schmieden können? Nein. Und bei der Rüstung? Haben wir den? Der kann auch erstmal bleiben. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Und hier haben wir den. Okay. Ja, ich würde sagen, dann bin ich erstmal damit zufrieden. Muss ich mir mal eben ein stilles Örtchen suchen. Der Waldläufer! Er ist gar nicht weg gewesen. Einmal hier. So, dann die Rubel einkassieren.
Oh, ich habe eine Fähigkeit. Warte mal eben. Das müssen wir eben gucken. Und zwar, hab ich jetzt den festhaltenden Schuss oder nicht? Elbenbult haben wir, Schattensprung haben wir, Aufzehrung haben wir. Was ist das? Beherrschung. Kann ich das jetzt auch schon machen? Wird durch Spielen von Story-Aufträgen freigeschaltet. Okay. Okay, muss ich also dann doch... Hier, den haben wir doch. Fast. Ich kann also schon festnageln. Okay. Aber das würde mich ja mal schwer interessieren hier. Graukreiter. Halte I gedrückt, um einen gebrochenen Grauk zu beherrschen. Auch nicht schlecht. Halte gedrückt, um die Zeit zu verlangsamen und zu zielen, wenn du in der Luft bist. Okay. Krieg ich eh nicht hin. Bin ich zu doof zu. Rufe bei voller Macht mit R. Eine gewaltige Explosion hervor, die Umstürmer betäubt und vorübergehend erblinden lässt. Okay, dann nochmal hier terrorisieren. Sorry da übrigens, dass ich immer so häufig okay sage. Ich meine das nicht böse. Das haben wir alle schon, ne? Oder wird noch freigeschaltet? Okay. Also wird noch freigeschaltet, ohne okay. Gut abgestimmter Konter, schlage Feinde nieder. Drücke dazu, wenn die Eingabeaufforderung blau aufblinkt. Also immer die rechte Maustaste. Vielleicht kriege ich es dann ja mal hin mit den Kontern. Na? Könnte ja sein, dass ich das auch mal schaffe. Dann schauen wir uns die Aufträge an. Map. Wir haben unsere Rache genommen, was ich sehr schön finde. Ja, lock bla bla hervor, indem du da irgendwelche Schildträger tötest. Wie auch immer, wo sind wir überhaupt? Da sind wir. Da sind wir. Wir könnten ja doch mal versuchen, dieses Gebiet irgendwie zu befreien. Skakuk, der Alchemist, hat dich getötet. Schließe deine Blutrache gegen ihn bei einem Festmahl ab, um bessere Ausrüstung zu erhalten. Könnten wir an für sich auch machen. Und hier, das ist was Größeres. Wir machen mal erstmal das und schließen unsere Blutrache ab. Okay, dann einmal hier rüber. Ich finde die Ursache dieses Geräuschs und bring sie zum Schweigen. Dann. Dann schließen wir mal unsere Blutrache ab. Ein Festmahl in der Nähe. Ich kann ihren fürchterlichen Gesang hören. Okay. Dann schauen wir mal. Ich hab da drüben etwas gehört. Egal was es war, es ist weg. Du bist immer so schrecklich. Entschuldige mich, aber wenn ich die Möglichkeit habe, die zu töten, dann tue ich das. Ganz da hinten ist der, ne? Alles? Ach Quatsch. Nichts schleicht mir davon. Da schleicht er rum, okay. Hätte ja klappen können. Einmal hier lang. So, der war da hinten. Dieser
da ist er. Stakuga. Der Alchemist hat Angst vor berittenen, also anfällig gegenüber berittenen Bestien. Kann festgenagelt werden und Schaden nehmen durch Fernkampfangriffe. Er ist aber auf der anderen Seite. Tschüss, ciao, 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 ciao. Schaden hat er keinen genommen, ne? Fuck. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Toll, ich bin vergiftet, ist ja super. Und schon wieder keine Pfeile. Anscheinend hast du eine Art Lebenselixier. Offenbar muss ich dich nochmal aufschneiden und untersuchen. Für die Wissenschaft. Alchemisten kann man nicht töten. Meine Gestalt wird sich zu einem goldenen Krieger wandeln. Du siehst mich wieder. Ich brauche Energie. Da hinten ist er, ne? Sie sind so abscheulich. So, immer wieder das gleiche mit dieser Scheißfliegerei. Hier hoch. Hier lang. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Stakuga. Ja, Stakuga. Stakuga ist einfach nur ein Schisser. Der Stakuga. So, passt auf. Wir machen Folgendes. Wir müssten uns erstmal... Wir müssten uns Pfeile holen. Ja, der klare Himmel lässt meine Augen. Thank you.
Verdammt! Ich bin's gar nicht. So, an für sich wollte ich ja eigentlich nur ein paar Pfeile haben. Gucken mal die Typen. Man muss hier doch müssen doch irgendwo Pfeile sein. Wer ist denn jetzt schon wieder tot? Ich? Nee, ich doch eigentlich nicht. Da sind Pfeile. Holen wir uns jetzt mal eben hier. Überall seine Fallen. Der ist hier direkt unter mir. Darüber. Spinnen verschleppt wurden. So eine blöde Art zu sterben. Ich werde lieber in der Schlacht erstochen. Ja! Sorry. Eigentlich sollte man sich ja nicht über den Tod eines anderen freuen, aber... das schön. Ja, ich bin doch heute etwas entspannter als das letzte Mal. Ja, gut. Triff einen vergifteten Feind mit einem Schnellwurf. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Dann werden wir diesen hier gleich wieder verkaufen. Nenne ich diesen. Nein. Ihn hier werden wir gleich wieder verkaufen. Ja. So. Dann müssen wir... Ist der jetzt schon ausgerüstet? Ach,
merke was. Ja. Ach, ich Blödmann. Warum sagt mir das denn keiner von euch? Dass ich die Juwelen dann gleich mitverkaufe. Mann. Das muss mir doch mal einer sagen. Und tschüss. Ne, wartet mal. Hier dahin. Der Auftrag ist zwar woanders, aber... Das war jetzt echt knapp. Bin schon wieder vergiftet? Ich sehe den dreckigen Tag. Seht nach oben. Was ist denn das? Ich würde ganz gerne einmal... kann ich auch nicht. Okay. Also so langsam habe ich es echt raus, wie das so funktioniert mit dem Decken und wieder angreifen. Und komm, wir nehmen uns hier mal eben hier noch mit. So. Den haben wir schon. Mock der Schänder. Okay, wer ist er hier? Ronk der Schamane. Hat der mich auch getötet? Nee, ne? Also die, die mich getötet hatten, die habe ich, glaube ich, jetzt alle auch platt gemacht. Ja. Gut, dann holen wir uns jetzt von ihm hier noch die Information. Von dem Hoplik. Und sagen, alles klar. Vielen Dank. Machen die eben noch platt. Haben wir hier vielleicht noch... Nee, haben wir nicht, ne? Kannst da nicht aufspringen, das ist echt schade. Hallo! Dann hauen wir die auch noch hier mal um. Das kann überhaupt nicht schaden, so ein bisschen Training. Ja, das war's, ne? Super. Dann haben wir noch ein Juwel. Oh, und können jetzt hier hoch auf den Handy. Oh, guck mal, was wir da noch haben. Das müssen wir uns ja noch holen. Das hört sich nicht gut an. Jawollo. Nimm das, Trottel. Ich bin echt in Prügellaune, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn ich dann schon mal... Das ist aber eine schöne Ausrüstung. Zucker, der Dieb. Ein Glück, dass du sie gefunden hast. Aber leider ist dein Glück jetzt vorüber. Ich hol sie mir. Ah!
bleibe ich nicht hier. Du wolltest dich doch prügeln. Wie lange soll das doch so weitergehen? Genug! So, das meinte ich doch. Nehmen wir uns die eben noch. Okay. Hallo. Mega Gemetzel. Yeah. Und noch mehr auf die Fresse. Yo. Na komm, na komm, nimm ihn dir. So, ouch. Endlich. Nein. Wow, das war jetzt echt knapp. Muss ich mal eben in Sicherheit bringen und gleich mal wieder aufladen. Ui. Sorry! Uiuiuiuiuiui. Ich schau mal eben, ob ich noch irgendwo einen kriege, um mich ein bisschen aufzuladen. So einen einzelnen. Unseren Platz einnehmen können. Niemand nimmt meinen Platz ein. Ich mag meinen Platz und bekämpfe jeden, der ihn wegnehmen will. Wo kann ich jetzt hier noch was zu futtern kriegen? Jeden Tag heben wir neue Zuchtgruppen aus. Und Leute. Ach, leck mich. Wir haben genug gemeuchelt für heute. Ich sag mal einfach, das reicht. Ha? So. So. Also. Es reicht. Wir haben zweimal Rache genommen. Wir haben Skak, den Glückspilz, getötet. Wir haben diesen komischen Typen da, der auch noch uns platt machen wollte, getötet. Außerdem noch einen Dieb, der uns überfallen hat. Gut, jetzt wären wir fast noch draufgegangen durch den Karagor. Aber das konnten wir abwenden. Insgesamt bin ich eigentlich mit der Folge ganz zufrieden. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so oftmals nichts gesagt habe. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren. Außerdem wollte ich so ein bisschen Rache nehmen für gestern. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Und hoffe, euch hat es auch so ein bisschen gefallen. Wenn es das getan hat, dann gebt mir doch bitteschön einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mir etwas besonders Schlimmes antun wollt, dann abonniert mich. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten, guck mal hier, mit dem Heiligenschein verabschiede ich mich aus Kirdungol und sage ciao
Bis zum nächsten Mal. Euer Alien. Tschüss.